Wir haben was Neues für euch dabei, Audi S3 Sportback. Ja, ein richtiger Kompaktkracher, ein Hot Hatch durch und durch. Ja. Und ob der hier wirklich Spaß macht, die Frage stellt sich gar nicht, denn ein sportlicher Audi A3, der ist immer etwas Tolles. Und das wissen wir bereits seit 1999, also über 20 Jahre. Da kam nämlich der erste Audi S3 auf den Markt. Die neue Generation hier als First Edition. In Python-Gelb, jawohl, der hat 310 PS und 400 Newtonmeter. Jetzt werden manche von euch sagen, na, das ist ja nichts Neues, das hatte der Vorgänger auch als Facelift. Richtig, aber außen sieht er anders aus, innen sieht er anders aus und er fährt sich auch anders dank Fahrdynamik-Manager. Wie cool der genau ist, schauen wir jetzt. Dürfen wir vorstellen, hier kommt die Ingolstädter Taschenrakete mit jeder Menge Technik. Als S-Modell mit Bezug zur A3-Baureihe ist er zwar sportlicher als die Brot-und-Butter-Varianten des Hatchbacks, jedoch aber genauso alltagstauglich. Zwar ist der S3 recht schwer und auch nicht ganz günstig, aber dafür ist er sportlich, edel, schick. Ja, ich finde, ein S3 war schon immer so ein bisschen der coolere Golf R. Also wer das nötige Kleingeld hatte und den Aufpreis zahlen konnte, der hat sich keinen Golf R geholt, sondern Audi S3, also Allrad, ja, über 300 PS, zumindest in der Vorgängerversion oder in der neuen hier, 310 PS und 400 Newtonmeter, also da geht richtig was. Und dank des Quattro Allradantriebs auch Top-Sprintwerte, 4,8 Sekunden auf Tempo 100. Ja, viel mehr braucht man nicht, also um Gottes Willen, das ist wirklich, wirklich ein tolles sportliches Auto. Ich finde den richtig cool und man hat natürlich auch gewisse Erwartungen, wenn man so den Preis betrachtet, ja, 50.000 Euro, das ist eigentlich schnell erreicht mit einem S3. Hier in der Edition One Ausführung ist er sogar noch teurer mit ein paar Extras. Ja, da will man natürlich auch einiges haben. Nichtsdestotrotz haben wir auch vieles, vieles Neues, zum Beispiel die Querdynamik, die ist im neuen S3 wirklich sensationell, dank Fahrdynamik-Manager. Bevor wir uns das aber angucken, schauen wir uns doch einfach mal das Exterieur im Detail an. Die hier getestete Version ist die Edition One, die automatisch im eigentlich aufpreispflichtigen Python-Gelb Metallic vorfährt und neben vielen schwarz glänzenden Anbauteilen auch jede Menge Extras parat hält. Für den S3 Einstand zahlt man dann jedoch über 55.000 Euro. Hinten gibt es S3 typisch einen markanten Dachspoiler sowie eine vierflutige Abgasanlage, die kein Fake ist. Und weil der Audi topmodern vorfährt, lässt er sich auch auf Wunsch per Smartphone öffnen und dann kann es losgehen. Was die Querdynamik angeht, das ist einfach nur sensationell, wie man mit ihm Kurven räubern kann. Also er ist sowas von direkt und selbst Unebenheiten in der Kurve, die schluckt das Fahrwerk einfach so weg, also es bleibt straff, das Auto hat wenig Rollbewegung, es hat wenig Karosserieneigung in den Kurven. Und hier im schnellen Slalom, bringt ihn zu nichts aus der Ruhe. Irgendwie ist er ein bisschen kontrollierbarer. Das liegt am Fahrdynamikmanager. Das ist nochmal so ein separates Gehirn, was auch zum Beispiel der Golf 8 GTI hat. Ein Steuergerät, was sich um die Fahrdynamik kümmert. Also da werden dann längs- und querdynamische Beschleunigungen gemessen und daran wird dann das Fahrzeug ja binnen Millisekunden angepasst, also mit Lenkung, mit DSG, mit dem Fahrwerk, ja, mit der Gasannahme etc. pp. Also es wird wirklich alles ganz schnell auf den Bedarfsfall auf Sport gestellt, wenn das System erkennt, oh ja, hier sitzt jetzt ein sportlicher Fahrer, zum Beispiel so einer wie ich, und der fährt wirklich schnell in so eine Kurve rein, dann merkt man sofort, wie das Auto sich darauf anpasst. Mit Bremseingriffen versucht das Auto in der Spur zu halten und zieht das Auto quasi so im Kreisverkehr rum und das funktioniert richtig, richtig gut. Der Sound, ja, im Inneren hört sich das wirklich cool an, nicht künstlich, wirklich sehr realistisch, echt. Das wird ja künstlich nochmal verstärkt. Wir haben hinten natürlich vier fette Auspuffendrohre. Von außen ist der Sound, wenn ich ehrlich bin, ein kleines bisschen enttäuschend, aber da kann, wie gesagt, Audi auch nichts für. Denn es gibt Emissionsvorschriften. Emissionen sind ja nicht nur ja, CO2, sondern auch Lautstärke. Und deswegen ja, muss man auch hier gucken, dass man im Rahmen des Möglichen bleibt. Deswegen ist er ein bisschen leiser als der Vorgänger.
Die harmonische Kraftentfaltung des Turbo-Vierzylinders beeindruckt, nicht zuletzt aufgrund der aufwendigen variablen Ventilhubsteuerung. Das Drehmomentband ist füllig und die S-Tronic schaltet super flink. Außerdem greift der Quattro-Allradantrieb des S3 ein, wenn vorn der Grip abnimmt und der Dynamiklevel steigt. Dann wird aus dem reinen Fronttriebler blitzschnell ein Allradler. In Kombination mit der Progressivlenkung ergibt sich so auf Wunsch ein extrem sportliches Handling. Aber ein S3 ist eben ein bisschen sportlicherer Audi A3 und sollte deswegen auch im Alltag gut funktionieren. Und deswegen kann ich ihn, wenn ich möchte, hier über das Drive Select hier unten auch etwas softer einstellen, individual. Klar, kann ich mir alles einstellen, vom Fahrzeugsound übers Fahrwerk, über die Lenkung und so weiter. Ja, aber ich kann zum Beispiel auch auf Komfort gehen und dann ist der Ton im Innenraum, der Sound ist leiser, das Fahrwerk ist sanfter, die Lenkung wird ein bisschen weicher und schon fühlt sich das Auto wirklich, wirklich komfortabel an, auch für den Alltag. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Vor allem als Edition One brilliert er mit jeder Menge Luxus, wie den gelb abgenähten S-Sport-Sitzen in stahlgrauem Leder oder Carbon-Dekor-Einlage am Armaturenträger, welche normalerweise 450 Euro extra kostet. So trumpft die Edition One mit einer fast vollumfänglichen Ausstattung auf, ein Navi bleibt jedoch immer aufpreispflichtig und schlägt mit 1800 Euro zu Buche. Wer das Audi Virtual Cockpit Plus bucht, der kann zudem die Darstellung des Tachos verstellen. Wie es sich für einen alltagstauglichen Kompakten gehört, bietet auch der S3 genügend Platz im Fond sowie im Kofferraum. Was mich ein bisschen beschäftigt hat, ist so der Innenraum. Der ist richtig edel, richtig hübsch, richtig toll gemacht, haptisch mega. Allein wenn ich hier vom Wischerhebel ja die Intensität der Automatik einstellen möchte, dieses Klicken allein, wie sich das anfühlt und wie sich das anhört, das könnte ich die ganze Zeit machen. Also das sind so Kleinigkeiten, so Details, die machen diesen Audi A3 halt auch zu dem, was er halt ist. So ein Premium-Kompakter. Das ist einfach so. Auch die verwendeten Materialien, das Design und so weiter und so fort. Okay, das ist schön. Aber mir fehlt so ein bisschen diese S3-Note hier drin. Ich meine, die alten S-Modelle, die hatten ja einen grauen Tacho zum Beispiel und dann stand ja S drin. In dem Fall haben wir das nicht und da finde ich, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, weil wenn ich ein S3 kaufe, dann möchte ich auch ein S3 fahren und ich möchte dieses S3 auch sehen. Also ich persönlich stehe da drauf und ich glaube die meisten anderen auch. Also das wäre noch schön gewesen, nichtsdestotrotz ist natürlich hier alles wirklich sehr solide und wertig gemacht und auch was die Sicherheit angeht, ja, also da gibt es nichts. Wir haben hier auch Fahrassistenzsysteme en masse und die gipfeln wie bei vielen Konzernmodellen derzeit in so einem teilautonomen Fahrassistenten. Und damit zeigt er einmal mehr, wie modern und zeitgemäß man in ihm reisen kann. Er beherrscht sowohl die komfortable als auch die sportliche Gangart so gut wie kaum ein anderes Auto. Nie war ein S3 schneller, vor allem in Kurven. Und nie hatte ein S3 mehr Hightech an Bord, das ist sicher. Und jetzt das abschließende Fazit. So, wir sind zurück und wir müssen reden. Über den Kollegen hier, Audi S3. Also längsdynamisch geht er richtig vorwärts. Wir haben ein tolles Fahrwerk, was straff ist, aber nicht zu straff. Also auch für den Alltag bestens geeignet. Und wir haben eine elektromechanische Progressivlenkung. Die ist schön direkt und die wirkt auch überhaupt nicht talgig, ja, um die Mittelstellung. Was man ein bisschen merkt, muss man sagen, sind die 1,6 Tonnen Leergewicht, ja, vor allem auf der Bremse. Dafür hat er aber einen sensationellen Allradantrieb. Also Traktionsprobleme gibt es nicht. Nichtsdestotrotz ist er in Summe gesehen ein wirklich tolles, edles und auch immer noch ein praktischer Kompakter für den Alltag. Ja. Das alles hat natürlich auch so seinen Preis, und zwar 48.200 Euro für die Basisversion des normalen S3. Wie gesagt, das ist ja die First Edition, die ist ein bisschen teurer. Und wenn man die übrig hat, dann macht man mit dem hier nichts verkehrt.